Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Madagaskar Evolved. Wie versprochen bin ich an meinen alten Platz schon mal zurückgeflogen, weil ich dachte, den Weg können wir uns auch sparen. Und jetzt sind hier wieder genug Direwölfe. Also ich habe jetzt schon mal wieder ein paar erledigt. Und Agentavis sind hier auch, aber die sind nicht so hoch gelevelt. Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Ach ja, und Miezekätzchen sind hier ebenfalls. Deswegen werde ich jetzt ganz schnell da sollst du eigentlich nicht hin. Damit du von den Miezekätzchen nicht gesehen wirst und von den Direwölfen. Melody, wir müssen schnell machen. So. Okay. Weil, wie gesagt, hier geht schon wieder die Post ab. Da sind, wie gesagt, alles schon wieder Direwölfe und hast du nicht gesehen. Genau, Merle gibt es auch noch. Merle müssen wir auch noch irgendwie rüberholen. Ja, ist okay, Maido. Du, wir haben ein bisschen Stress. Mushrooms nehme ich mit. Keratin nehme ich mit. Die Heidinger brauche ich nicht. Obsidian nehme ich auf jeden Fall mit. Stone kann ich eigentlich auch immer noch gut gebrauchen. Das Wood. Eigentlich. Nicht, ja, eigentlich. Eigentlich brauche ich ja nicht das Stone. Ich brauche nur. Nur das Wichtigste. Das. Die 5 Keratine, aber die wiegen ja jetzt nichts. Wenn wir es mitbekommen, nehme ich einfach auch noch die Stone mit. So. Dann haben wir da schon mal alles raus. Habe ich hier noch was? Da habe ich nichts mehr. Preserving. Dann habe ich da noch etwas Wichtiges drin. Ja, Charcoal. So, das nehme ich mit. Das. Das auf jeden Fall. Das auch. Die hier. Wenn ich es mitbekomme. So, und wie gesagt, meine Dinos. So. Ich wollte gerade sagen, warum geht's nicht? Ja, Schitte. Moment. Dann ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Dann kommen die Steine auch weg. Nehme ich das. Für mich selbst. Oh, ist aber ziemlich voll. Ne, warte. Weil sie muss uns ja auch noch hinterherkommen. So. Weil ich möchte dann auch, wenn ich hier bin, auch noch eigentlich ein bisschen Obsidian mitnehmen. Bei unten. Ja, da ist übrigens der hochgelevelte Megaloceros, den ich erst überlegt habe. Weil der ist da auch so schön festgebackt. Ja, das bleibt dann hier. Spark Powder nehme ich noch mit. Ist auch noch gut was dabei. Das ganze Fleisch brauche ich eigentlich nicht. So, die hole ich dann ein anderes Mal. Ja, hole ich mir noch schnell den Megaloceros, aber eigentlich... brauche ich ihn nicht... Und ich müsste ihn auch nur da ins Haus quetschen und nee. Aber ich werde noch mal gucken, ob ich Obsidian mitnehmen kann, wenn ich schon mal hier bin. Oh, das wird ja lustig.
Das wird ja lustig zurück. Zumal ich habe meine Hütte eben erst gar nicht gefunden. Aber wenn ich schon mal hier bin, möchte ich mal gucken, ob ich zumindest noch mal ein bisschen Obsidian mitnehmen kann. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich mir dann halt so ein Tor, so ein Atlantis-Tor, nicht direkt bei mir in der Hütte mache, weil er ist ja nicht, sondern da, wo das Obsidian ist. Und dann gehe ich halt mit meinen Dinos dann gerade bis da hinten hin. Oh, das kann ja echt lustig werden. Vielleicht nehme ich gleich noch ein bisschen was ab. Weil ich selbst habe hier noch Platz. Okay, was zum Teufel, ey. Ich glaube, das wird allerdings nicht besser. Ich glaube, das liegt zurzeit an der Map, aber gut. Wow! Okay. Allgemein ist das gerade irgendwie. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich hoffe mal, das beruhigt sich gleich, wenn es wieder hell ist. Weil normalerweise haben wir ja den schönen Nachthimmel. Und nicht das. So. Ach so, das ist noch. Wenigstens ein kleines bisschen mitnehmen. Wie gesagt, wenn ich schon mal hier bin, dann kann das auch wieder nachspawnen. Ist natürlich eine super Idee, weil wir ja eh schon so überfüllt sind. Reicht jetzt erstmal. Nachher bin ich gleich überladen. Oh, vor allem das kann jetzt, der Rückweg kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, jetzt ist auch der schöne Nachthimmel wieder da. Na, wer weiß, was das eben war. So. Ja gut, das ist jetzt noch ein kleines Stück. Das Problem ist halt, weil Melody eigentlich null. In Movement Speed geskillt ist. Oh, holy. Ja, und genau jetzt habe ich nichts mehr um. Ich kriege einen Anfall. Habe ich nicht noch irgendwie. Oder bei ihr vielleicht etwas, was nicht unbedingt mit muss?
hier eigentlich nichts mehr. Einmal so. Naja, sie hat einfach kaum was im Movement Speed. Leider. Weil ansonsten hat sie eigentlich nicht mehr viel im Inventar, aber gut, dann müssen wir das durchnehmen. So weit ist der Weg eigentlich auch nicht. Das sieht eigentlich weiter aus, als es ist. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten, denn auf dieser Map einen Marker zu setzen. Das ist doch etwas konfus für mich. Deswegen, weil wir hatten unsere Base. Der Punkt war eigentlich völlig woanders das letzte Mal, als ich den da gemacht habe. Ich habe auch... Und auch mein Homepunkt, der ist jetzt komplett woanders. Also mein alter Homepunkt. Deswegen, das passt jetzt irgendwie alles nicht mehr überein. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr... Oh. Zwei Spino-Eier. Ob dieser Punkt für den Cave eigentlich noch passt. Und was ich ja auch noch nie wirklich gesehen habe, hier sind Biber. Ich meine, ich würde sofort einen Biber mitnehmen. Dann bräuchte ich halt auch keinen Mammut mitnehmen, aber... Ja, vielleicht ist in meiner Nähe ja auch ein... Ein Ankylosaurus habe ich da leider nicht gesehen. Noch nicht. Enki habe ich sogar, glaube ich, irgendwie mal gesehen. Und es wäre halt gut, wenn wir da wirklich dieses Stargate-Ding bauen wollen. Vor allem, das scheint echt kostspielig zu sein. Und wenn, dann soll es sich ja auch lohnen, dann würde ich das halt bei dem Metallding etc. hinbauen, bei dem Obsidian. Und wie gesagt, und irgendwo... Ah, jetzt weiß ich wieder, wo die Kristalle waren, wo ich meinte, dass... das war dazu vorne. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir waren doch da mal, wo wir unseren Argentavis gefunden haben, wo wir Hawkeye gefunden haben. Da waren ja auch diese ganzen abgebrannten Bäume. Das ist ja dort hinten. Und da... ist Kristall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier war auch der Punkt, wo ich Obsidian gesehen hatte. Oder habe ich das geträumt? Nee. Dann habe ich das vielleicht mal irgendwie woanders gesehen oder dergleichen. Auf jeden Fall, dann wäre Kristall auch gar nicht so weit weg. Also es wäre zumindest noch mal etwas näher dran als der andere Ort, den wir gefunden haben. Wie gesagt, auch wenn ich echt mich noch so ein bisschen auf der Map orientieren muss, ist noch nicht ganz so einfach. Aber bislang sind wir auch da hinten noch nicht sehr weit gekommen. Wir waren jetzt ziemlich lange an einem und demselben Ort. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz erfrischend, dass wir dann jetzt mal woanders sind. Und das andere, das war da ja nur so aus der Not heraus, weil wir da ja Nahrung gefunden haben. Und sonst waren wir ja bei der Madagaskar-Map sehr, sehr lange überhaupt auf der Suche nach Nahrung. Und dann habe ich ja das Erstbeste genommen. Da sind wir ja auch ein bisschen geblieben. Aber jetzt ist mir das da inzwischen echt ein bisschen zu kurios geworden. Mit den ganzen Direwölfen etc. Das muss ja nicht. So, ich fliege hier extra jetzt mal so ein bisschen hin, um zu gucken. Das hier irgendwo mit dem Kristall, weil das war auf jeden Fall in der Nähe von diesen... Ah, hier sind sie ja. Habe ich das so niedrig eingestellt? Das ist so... Ich hab's... Okay. Lassen wir es mal. Auf jeden Fall, hier ist Kristall und ihr seht, das ist... überhaupt nicht weit weg von unserem Zuhause. Und da müssten wir doch eigentlich dahin so irgendwie
lang gewandert sein, um unseren Argentavis zu finden. Apropos, gerade spricht man von einem. So, und da hinten? Oh, und hier ist auch Obsidian und hier ist nochmal Kristall. Gut, eigentlich, wenn ich das ja hier so sehe, bräuchten wir dann nicht das Tor. Weil das ist ganz schön kostspielig. Aber ich glaube, weil ich es einfach mal sehen möchte, werden wir das trotzdem machen. Weil guck mal, da hinten, da sind wir schon. Das ist eigentlich nur hier auf diesem Berg und dann haben wir schon Obsidian und Kristall. Und Metall haben wir auch nebenan. Also, ich finde das ein ziemlich guter Spot, wie gesagt. Außer es wird jetzt hier wieder genauso katastrophal wie bei unserem letzten Haus. Weil ich wüsste sonst, wie Diplodocus, willst du das wirklich machen? Ich glaube, das war nicht so gut. Genau, Silica Pearls haben wir hier unten auch noch sogar. Ach, wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Ich wollte ein bisschen Öl mitnehmen. Für den Fabricator, aber das ist nicht so schlimm. Weil ich kann sie mir da auch von den Trilobites holen, weil so viel Öl brauche ich ja nicht. Und ich habe ja auch eh noch Öl im Gepäck. Also irgendwie spackt das heute ein bisschen, aber ist okay. Natürlich gerade heute, wo ich eine größere Aufnahmesession mache. Natürlich. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.